Hallo und herzlich willkommen wieder auf Vitomalia. Ich bin der Louis. Ich bin die Paulina. Wir haben den Vito dabei und wir sind heute bei der Tierdermatologie in Basel. Und wir möchten über das Thema die Lute sprechen. Wir haben eure Fragen bekommen, beziehungsweise wir haben euch darum gebeten, uns Fragen zu stellen, die wir heute den Fachexperten stellen werden. Und hier ist jetzt die Aufklärung. Viel Spaß. So, wir sind angekommen. Patrick ist bei uns und er wird uns jetzt heute ein bisschen was darüber erzählen. Erstmal zu Patrick. Wer bist du, was machst du und was ist dein Fachgebiet? Hallo, ja, ich bin der Patrick. Ich bin Tierarzt mit Zusatzausbildung auf dem Gebiet der Dermatologie bei Tieren. Das ist ein ziemlich langwieriger Prozess, aber jetzt ist es soweit und ich mache das jetzt seit 14 Jahren. Und mit meiner Frau zusammen haben wir eine Dermatologiepraxis und wie gesagt, heute haben wir Louis und Paulina hier mit dem Vito und wir werden euch ein bisschen über die Farben bei diesen Hunden erzählen. Wir sind ja heute hier, weil wir über das Dilute-Gen sprechen möchten, also die blausilbrige Färbung im Fell bei Hunden, so wie Vito zum Beispiel. Und da kamen schon sehr viele Fragen bei euch rein und wir möchten, dass Patrick vielleicht erstmal uns erklärt, um was geht es da überhaupt. Wir haben das Thema heute aufgegriffen, weil wir natürlich immer mehr silbrige und graue Hunde sehen. Und da sind bestimmte Fragen aufgekommen, macht diese Farbe Probleme? Und ich denke, was wir als erstes machen, wir sprechen ein bisschen über die Grundlagen der Genetik, damit wir ein bisschen alle das gleiche Level haben an Wissen. Und dann gehen wir dann auf dieses Dilute-Gen ein, weshalb ihr eigentlich hier seid. Hier seht ihr eine Übersicht von verschiedenen Hundenrassen mit verschiedenen Farben. Wie gesagt, die Farbe wird auf bestimmten Genen, die Farbe wird über bestimmte Gene verteilt. Die Verteilung der Farbe ebenfalls. Das Dilute-Gen wird auf anderen Chromosomen. Wie gesagt, es gibt verschiedene Chromosomen, die für verschiedene Dinge zuständig sind. Und die werden dann halt Loci genannt. Und beim Dilute-Gen wäre das halt der D-Locus, welcher auf diesem Chromosom 25 sitzt. Was macht dieses Dilute-Gen? Dieses Dilute-Gen produziert ein Protein, welches eigentlich zuständig ist für die korrekte oder gleichmäßige Verteilung von diesem Melanin-Pigment. Das haben wir auch in der Haut. Das bestimmt unsere Farbe, vor allem wenn man in die Sonne rausgeht. Dieses Protein ist bei diesem Dilute-Gen weniger ausgeprägt. Es wird entweder in viel kleinen Mengen produziert oder die Funktion dieses Proteins ist gehemmt, was dann eben dazu führt, dass dieses Pigment nicht mehr gleichmäßig in den Haaren verteilt wird und dann zu Verklumpungen führen kann. Und diese Verklumpung von dem Melanin führt eben zu dieser silbrigen, bläulichen Farbe des Fells. Dein Hund hat 38 Chromosomen. Das Dilute-Gen, das sitzt auf dem Chromosom Nummer 25, das hat man herausgefunden vor ein paar Jahren. Und auf dem Chromosom gibt es einen bestimmten Bereich, eine Gensequenz, die wird dann D genannt. Es gibt, weil das ein Chromosomensatz ist, gibt es zwei Ds bei jedem Hund. Dann kommt es darauf an, ob es ein kleines oder ein großes D ist. Wenn es ein großes D ist, dann heißt das, dass das dominant vererbt wird und ein kleines D wird rezessiv vererbt. Das heißt, es wird nicht ausgeprägt, aber das Tier ist ein Träger. Wenn wir jetzt zum Beispiel zwei große Ds haben auf einem Chromosom, dann hat der Hund eine ganz normale intensive Farbe, ob das braun, schwarz ist. Wir Hunde, die tragen ein großes D und ein kleines D. Die tragen ebenfalls auch eine normale Farbe, weil das große D dominant ist. Und dann haben wir eben die Hunde, die zwei kleine Ds, also zwei rezessive Ds in sich tragen und die sind dann silbrig oder beigefarben. In diesem Fall wie jetzt bei Amalia, ne? Wie also im Fall von aber Vito ja auch. Wie im Fall von Vito und Amalia. Welche Tiere sind denn davon betroffen und vielleicht noch spezieller, welche Hunderassen? Eigentlich kommt das Dilute-Gen
bei praktisch allen Tierarten vor. Bei Mäusen ist es bekannt, bei Pferden ist es bekannt und bei Hunden natürlich sieht man das auch in gewissen Rassen sehr gehäuft. Der Weimaraner zum Beispiel ist ein klassisches Beispiel, wo es Standard ist, das ist die Lute Gain und das auch so ausgeprägt ist. Und ja, es, je nachdem, wie natürlich jetzt die Nachfrage ist, wenn das natürlich eine sehr beliebte Farbe ist, dann wird natürlich mehr mit diesen Hunden gezüchtet. Dann kann es natürlich vorkommen, dass dann noch zusätzliche Hunderassen dann plötzlich auftreten, die dann ein silbriges oder ein bläuliches Fell haben. Wie häufig kommt dieser Gendefekt vor? Ja, das ist so eine Sache. Es ist in dem Sinne kein Gendefekt. Wir sehen das eher als eine Farbvariation oder Mutation an, weil es schadet dem Hund nicht. Also sehr selten ist eine Krankheit damit assoziiert. Darum würde ich es keinen Gendefekt nennen. Es ist genau gleich wie die fleckige Verfärbung auf der Haut, also die Pigmentflecken oder die Braunverfärbung oder die Musterung eines Tieres. Dieses Dilute ist einfach, wie gesagt, eine Variante. Wie häufig dieses dilute Gen oder dieses rezessive Allel in der Linie vorhanden ist. Natürlich, je mehr Tiere dieses tragen, desto häufiger gibt es Würfe, die dann eben auch dieses ausgeprägte silbrige blaue Fell entwickeln. Und das kommt natürlich von Rasse zu Rasse, ist das unterschiedlich. Wie gesagt, bei Weimaran ist es Standard, das sind praktisch alle silbrig-blau. Also von dem her, und dann gibt es natürlich auch andere Rassen, bei denen das natürlich gehäuft vorkommt. Wie gesagt, jetzt in unserem Patientenpool, wir sehen natürlich gewisse Rassen gehäuft, weil die natürlich noch andere Probleme haben. Dort sehen wir natürlich schon auch eine Zunahme von diesen Tieren mit ausgeprägten Dilute-Farben. Aber wie gesagt, ich denke, das kommt daher, weil diese Farbe populär ist und diese Tiere oder diese Rassen vermehrt gezüchtet werden mit Trägern von diesem Dilute-Gen. Welche Farben sind denn vom Dilute-Gen betroffen? Eigentlich alle Farben können betroffen sein. Was man primär sieht, ist, dass zum Beispiel Hunde, die schwarz werden und diese eben zwei von diesen rezessiven Dilute-Gen tragen, die sind dann silbrig oder bläulich gefärbt, das Fell. Und die Hunde, die normalerweise braun sind, die haben dann eine Farbe, die nennt man entweder Lilac oder Isabella. Das wäre zum Beispiel bei Amalia wäre das der Fall. Okay. Und das Blue wäre eben wie bei Vito. Genau. Stimmt es, dass Hunde, die vom Dilute-Gen betroffen sind, krankheitsanfälliger sind und ein schwächeres Immunsystem haben als andere Hunde? Kann man so nicht sagen. Wie gesagt, das Dilute-Gen ist nicht assoziiert mit einer Erkrankung. Es ist aber so, wenn man jetzt einen Hund übernimmt von einem unseriösen Züchter oder von einer ungenauen Quelle, wo diese Tier halt, wo Inzucht betrieben wurde, dann kann es natürlich schon passieren, dass andere Erkrankungen mit eingezüchtet werden. Das hat aber mit dem Dilute-Gen selber nichts zu tun. Sondern eher auf die Inzucht basierend dann? Korrekt, ja. Okay. Also blaue Hunde sind immer noch okay. Okay. Stimmt es, dass Hunde, die ein Dilute-Gen haben, ein höheres Aggressionspotenzial haben? Mir ist nicht bekannt, dass das irgendwie assoziiert wird. Also von dem her nicht, nein. Okay. Glaube ich nicht, nein. Viele Leute meinen ja, dass Hunde, die vom Dilute-Gen betroffen sind, gewisse Hautkrankheiten haben. Gibt es denn überhaupt Krankheiten, die mit dem Dilute-Gen assoziiert werden? Es gibt tatsächlich eine Erkrankung, die nennt man Color Dilution Alopecia. Wie gesagt, das sind Tiere, die eben dieses Dilute-Gen, bei denen das Dilute-Gen ausgeprägt ist und entweder silbrig oder Isabella-farben sind. Und das Problem bei diesen Hunden ist, dass das Pigment sich so stark verklumpt in diesen Haarschäften, dass die brüchig werden, dass die Hunde dann Haare verlieren. Dadurch, dass sie weniger Haare haben, ist die Haut mehr exponiert. Die haben dann trockene, schuppige Haut. Manchmal können diese abgebrochenen Haarschäfte zu Entzündungen im Haarfollikel führen und Furunkeln, also wie Pickel führen. Und das führt dann häufig zu bakteriellen Infektionen. Und dann manchmal auch Juckreiz.
Aber diese Dilutgen führt nicht zwangsmäßig zur Erkrankung. Das sind gewisse Rassen, die mehr oder gehäuft davon betroffen sind, wie zum Beispiel die Dobermänner. Da sagt man, bis zu 80% der Dobermänner, bei denen das Dilutgen ausgeprägt ist, auch an einer Color Dilution Alopecia leiden. Wie sieht es denn aus mit Studien? Gibt es zu dem Thema Studien? Also auf dem Gebiet von dem Color Dilution Alopecia gibt es tatsächlich eine Gruppe von Genetikern, die versucht herauszufinden, welche genauen Faktoren für diese Erkrankung zuständig sind. Mhm. Da gibt es auch eine Webseite und man kann als Tierhalter, Züchter, Tierärzte kann man Proben einschicken und die versuchen eben, wie gesagt, herauszufinden, wo genau das Problem liegt bei diesem CDA. Aber wie gesagt, wir wissen es halt noch nicht, deshalb diese Studien und wann diese Resultate rauskommen oder ob sie es herausfinden, ja, ist natürlich die andere Frage. Genau. Okay. In die Hunde, die an dieser Color Dilution Alopecia leiden, bei denen weiß man eigentlich nicht genau, wieso das zustande kommt. Man vermutet, dass es wahrscheinlich verschiedene Variationen von diesem Dilute-Gen oder Allel gibt. Und eins von diesen Varianten, also es gibt verschiedene kleine rezessive Days und man vermutet, dass vielleicht eins von denen halt zu dieser Erkrankung führt. Und das ist halt etwas, was im Moment, das ist halt etwas, was man durch die Forschung versucht herauszufinden. Okay. Da gibt es zum Beispiel Projekte wie am Tierspital Bern, wo man eben versucht herauszufinden, welche Teil von diesem rezessiven Dilute-Gene für diese Erkrankung verantwortlich sind. Woran erkenne ich, dass mein Hund an der CDA erkrankt ist oder dass er diese Probleme aufweist? Ja, also die Hunde, die wirklich an einer Color Dilution Alopecia leiden, das präsentiert sich in dem, dass die Haare sehr brüchig werden. Eben durch diese starke Verklumpung von diesem Pigment in den Haarschäften wird die ganze Struktur von diesem Haar gestört und das führt dann halt dazu, dass sobald das Haar aus dem Haarfollikel rauswächst, wie abbricht. Also sie sind einfach sehr geschwächt. Das führt dann auch manchmal dazu, dass sie die Haarfollikel verstopfen können. Das kann zu Pickeln oder zu Furunkeln führen. Und dadurch, dass die Haut nicht mehr geschützt ist durch dieses Fell, tendiert die Haut halt schnell auszutrocknen. Und das führt dann halt früher oder später häufig zu sekundären bakteriellen Hautinfektionen, die dann mit anderen Problemen assoziiert sind. Okay, das heißt dann CDA ist dann halt wirklich nur eine Fell- und eine Hauterkrankung und hat mit dem Immunsystem und alle weiteren Erkrankungen nichts zu tun. Korrekt. Das Problem ist natürlich, wenn die Haut immer irritiert ist, geschädigt ist, wir haben ja so einen Schutzfilm, diese Haut, man nennt das die Hautbarriere. Und wenn die Hautbarriere defekt ist, dann passiert es relativ häufig, dass das Immunsystem dann schon beeinträchtigt wird, weil der Schutzfilm ja nicht mehr intakt ist. Die Allergene, Bakterien können alles tiefer in die Haut eindringen und das Immunsystem so stark stimulieren, dass sie manchmal auch wie Allergien entwickeln können. Drum sieht man dann natürlich schon durch chronische Hautinfektionen, Entzündungen, dass Hunde dann halt andere Probleme entwickeln, wie Allergien. Mhm. Also wir sehen auch relativ häufig Tiere, die uns mit Allergien vorgestellt werden. Manchmal mit CDA, aber manchmal auch mit ganz normalen Fellfarben oder mit ganz normalen silbrigen Fell. Okay. Also spielt von dem her jetzt nicht eine Rolle, aber CDA ist sehr spezifisch für einen Teil dieses rezessiven Dilute-Gens, das da manchmal irgendwo herumschwirrt. Und wie gesagt, bei den Dobermännern kommt das halt am häufigsten vor. Andere Rassen sehr selten. Man muss ja auch bewusst sein, dass es natürlich noch andere Ursachen von kahlen Hautstellen gibt oder weniger Haaren. Bei gewissen Rassen wie zum Beispiel französischen Bulldoggen, Windhunden ist bekannt, dass die Bereiche haben, die wenig behaart sind. Das ist nicht CDA, das hat mit dem Dilute-Gen nichts zu tun. Das ist einfach eine Präsentation, die bis zu einem gewissen Grad normal ist. Man sieht das zum Beispiel auch bei Dackel. Die haben dann meistens die Unterbrust oder den Haaren sehr viel weniger Haare. Auch wieder eher genetisch bedingt, aber nichts Krankhaftes. Uns würde uns interessieren, ab wann
tritt dann diese Erkrankung CDA dann bei den Hunden auf? Ist es schon direkt vom Welpen an? Erkennt man einen Welpen daran oder entwickelt es sich dann erst später? Wie funktioniert das? In der Regel entwickelt sich die Erkrankung selber über eine gewisse Zeit. In den meisten Fällen im Alter von 1 bis 3 Jahren beginnen diese Symptome aufzutreten. Aber ein Welpe trägt natürlich schon diese Abnormalität, diese starke Verklumpung von den Haaren. Es braucht einfach eine gewisse Zeit, bis sich das auch klinisch ausprägt. Präventativ kann man gewisse Sachen machen, um vielleicht das Problem ein bisschen abzuschwächen oder zu verzögern. Dazu gehören eben zu verhindern, dass sie Hautinfektionen entwickeln, dass sie immer ein schönes, geschmeidiges Fell haben und auf die Haut, dass sie nicht zu trocken wird. Das kann man durch verschiedene Produkte, lokal applizierten Produkten oder wie zum Beispiel essentiellen Fettsäuren über das Futter erreichen. Aber wie gesagt, die Hunde, die dieses schlechte Dilute-Gen haben, wo eben zu dieser CDA führt, die werden das früher oder später entwickeln. Wie ist es denn, wenn mir persönlich jetzt beige oder graue Hunde sehr gut gefallen? Wie kann ich verhindern, dass mein Hund CDA in sich hat? Wie kriege ich einen gesunden Hund? Also genetische Tests gibt es natürlich schon bis zu einem gewissen Grad, nur für diese spezifisch diese Erkrankung gibt es noch keinen adäquaten Test. Deshalb ist es sehr wichtig, dass man halt zu einem seriösen Züchter geht, dass man sich erkundigt, auch ein bisschen Background von den Leuten. Wichtig ist eben, dass man den Besitzer fragt, ob dieses Problem bestanden hat schon in dieser Linie und wenn nicht, dann ist die Chance relativ klein, dass das Problem auftreten wird. So, die nächste Frage ist, wir wissen ja, dass Hunde, die das Dilute-Gen in sich haben, nicht unbedingt krank sein müssen. Wenn wir jetzt aber einen Hund haben, der von CDA betroffen ist, hat dieser Hund Schmerzen? Nein, kann man so nicht sagen. Vom Allgemeinzustand her sind die Hunde normal, verhält sich jeder andere Hund. Probleme sieht man natürlich, wenn diese Hautprobleme schlimmer werden. Wenn sie Hautinfektionen entwickeln, dann kann sie natürlich Juckreiz haben. Das kann dann die Lebensqualität einschränken des Tieres. Aber sonst auf den Allgemeinzustand sollte es kein Problem haben. Wie sieht es denn aus mit den Lebenserwartungen von Hunden, die von CDA betroffen sind? Wie gesagt, es ist ein reines Hautproblem. Von dem her schränkt es die Lebensdauer nicht ein. Mhm. Wie gesagt, die können Probleme mit der Haut haben, die Lebensqualität kann vielleicht reduziert sein, aber mit einem guten Management leben diese Hunde nicht normal weiter und haben keine eingeschränkte Lebenserwartung. Das ist schön zu wissen. Wie ist es denn für einen Tierarzt, wenn bestimmte Züchter speziell Hunderassen züchten, die schon von vornherein ein Krankheitsbild haben? Jetzt zum Beispiel, die Dilute-Gen ist jetzt nicht unbedingt jetzt in jedem Fall so, aber es gibt ja genug andere Hunderassen, die krank gezüchtet werden und man sagt, dass sie zwar dagegen wirken, aber wie ist es für einen Tierarzt? Freut man sich darüber, dass man halt genug Patienten hat oder ist es dann eher traurig? Ich würde es eher sagen, es ist frustrierend, weil es sind natürlich alles genetische Probleme, kann man nicht groß behandeln. Man kann es versuchen, einigermaßen, eben wie gesagt, die Lebensqualität zu stabilisieren, aber es macht nicht unbedingt Spaß. Also wir haben sehr viele Probleme, zum Beispiel mit englischen Bulldoggern, die haben Mühe mit Atmen, vor allem wenn sie eine sehr kurze Nase haben. Es macht auch nicht Spaß, solche Tiere zu sehen, weil man sieht, dass sie eigentlich sich nicht wohlfühlen, dass sie eventuell sogar leiden. Und ich denke, im Allgemeinen, die meisten Tiere, also wahrscheinlich alle, also die ich kenne, die unterstützen das natürlich nicht. Wir versuchen natürlich den Leuten die Probleme zu erklären mit diversen Rassen. Jede Rasse kann potenziell Probleme machen. Ich versuche halt, Leute, die mich fragen, was für ein Hund sich besorgen soll, versuche ich halt entsprechend aufzuklären, welche Rasse gefährdet sind, mit welchen sie neue Probleme haben werden. Und ich denke, das ist die Verantwortung von jedem Tierarzt, dass man die Leute entsprechend informiert. Die Frage ist natürlich, ob die Leute den Input von den Tierärzten annehmen, weil meistens werden wir halt vor Tatsachen gestellt und dann plötzlich steht dann der Besitzer mit dem Hund da in der Praxis und sagt, okay, ich habe jetzt einen neuen Hund hier und der hat dies und dieses Problem. Dann ist es natürlich schon zu spät. Okay, jetzt habe ich noch zum Schluss eine Frage. Wieso gefallen euch diese Diluten Hunde?
Also ich glaube, daran bin ich eher derjenige, der Schuld dran hat. Viele wissen, dass ich halt schon sehr, sehr früh die Leidenschaft von Pitbulls gehabt habe. Und ich habe damals einen Hund kennenlernen dürfen, der Red Nose war. Und habe dann aber kurze Zeit später auch einen grauen Hund kennenlernen dürfen. Wir müssen aber hierzu sagen, zu dieser damaligen Zeit, also zur damaligen Zeit, wo wir uns Vito geholt haben, waren wir nicht mit der Thematik so befasst, dass es dann wirklich zu Problemen kommen könnte. Und also wir waren uns dessen nicht wirklich bewusst, dass es zu Problemen führen könnte, rein theoretisch. Genau. Und dann war halt noch, also wir haben uns nicht darüber Gedanken gemacht, weil ich in der Vergangenheit auch sehr, sehr viele Hunde kennengelernt habe, die grau waren. Also habe ich auch gar nicht mal mit den Gedanken gespielt, dass dieser Hund überhaupt krank werden kann. Könnte. Genau. Und deswegen haben wir uns dann im Endeffekt dann für Vito dann entschieden und dann später. Bei Amalia war es ja eher unfreiwillig. Genau, Amalia ist dann so zu uns gekommen und mit der Zeit haben wir dann natürlich dann die Fragestellung bekommen, die Lute gehen, kranke Hunde hin und her und deswegen haben wir uns heute auch mit ihr getroffen, um etwas Aufklärung zu bringen, dass ein blauer Hund nicht unbedingt immer krank sein muss. Ich hoffe, dass ich die Fragen, die eure Leute haben, beantworten konnte. Ja. Wenn ihr mehr habt, könnt ihr jederzeit wieder vorbeikommen. Sehr gerne. Genau. So viel zu diesem Video. Wir hoffen sehr, dass das Video sehr informationsreich für euch gewesen ist. Ja, großes jetzt, Dankeschön auch an Patrick, dass er sich die Zeit genommen hat dafür. Genau. Wir hoffen sehr, dass wir jetzt etwas Licht im Dunkeln gebracht haben, weil wir im Internet selbst auch nicht viel finden können über dass die Lute gehen und deren angeblichen oder beziehungsweise nicht angeblichen, es gibt ja auch die Krankheit CDA. Und genau. Magst du noch was zu der Studie sagen? Genau, wir blenden euch nochmal den Link ein für die Studie an der Uni Bern. Es wäre schön, wenn ihr das Ganze unterstützt, wenn eure Hunde vielleicht auch zutreffen. Ihr findet den Link und auch eine PDF dazu, wann ihr oder wie ihr überhaupt dran teilnehmen könnt. Wir können jetzt leider nicht dran teilnehmen, weil Vito keinen Stammbaum hat und Amalia noch zu jung ist, aber vielleicht passt es ja bei euch. Genau. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, die wir jetzt vielleicht hier nicht gestellt haben oder wenn irgendetwas unklar gewesen ist, dann schreibt es uns unten in die Kommentare, damit wir euch dann beziehungsweise in Kooperation mit Patrick euch dann die richtige Antwort geben können. Wenn euch diese Art von Videos gefallen hat und ihr mehr vielleicht in Zusammenarbeit mit Patrick sehen möchtet, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, lasst es uns wissen und wir würden uns freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Genau. Und zum Schluss, sollte dein Hund von CDA betroffen sein oder vielleicht andere Hauterkrankungen, dann könnt ihr jederzeit zu Patrick gehen und er wird euch mit Sicherheit weiterhelfen. Seine Kontaktdaten findet ihr unten in der Infobox und da könnt ihr ihn gerne mal anschreiben. Genau. In diesem Sinne, halt die Ohren steif. Immer der Nase nach. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.